So, ich bin hier kurz vor der Einfahrt von Wladimir Putins ehemaligen Dienststelle neben Dresden, hier Kesselberg, Neu-Zittau. Nenne mal Wladimir den Glücklichen, ne? Wer die deutsche Sprache kennt, weiß, manchen Menschen geht's immer gut, aber das sind richtig große Stile. Der Müllberg ist richtig groß geworden, ist hier nebenan. Wie gesagt, es ist 10 Jahre her, wo ich auf dem Gelände selber gelebt habe. Einige Wochen in 3 verschiedenen Häusern. Jedes Mal, nachdem ich auf dem Gelände allerdings war, war es so, als hätte man irgendjemand richtig böse bei irgendeiner Behörde über mich geredet, bin ich übelst verhaftet worden mit richtig langen Haftstrafen. Naja, die Zeiten ändern sich offensichtlich. Gehen wir mal hin. Ja? So, das Video, das ich jetzt mache, wird nicht sehr lange sein. Gucken. Ich möchte, die Sonne geht gleich unter. Mit der Leute, die sagen, ich bin das Böse nachts, ja. Brandstiftung an PKWs und so, in kleinen niedersächsischen Kaff, Ort, Kleinstadt, ja. Es gibt aber auch noch eine andere Dimension, ein bisschen größer, da ist für mich was anderes, das Böse. Mache ich mal ein paar Videoaufnahmen. Achso, zu den Babysittern noch was, die ich per WhatsApp jetzt bestellt habe. Ich mache das dann so, dass ich diese WhatsApp dann immer lösche, dass jemand hier mir das Handy wegnimmt und mein WhatsApp aufmacht. Meine Versicherung gar nicht kennt, ne? Das ist ja auch wichtig. Ja. Eine Wagenburg. Und alles Schrott. Eine Wagenburg, alles Schrott und betrogene Leute. Dem was von Frieden erzählt worden ist. Der dritte Spruch von der französischen Fremdenlegion war noch, lass nirgendwo deine Waffen und Toten liegen. Der Feind wird alles gegen dich verwenden. So, das ist hier jetzt ein Wachhaus wohl. 2 Schleusen waren vorne. So, das ist jetzt ein alter NVA-Wachturm. Der neue Mobilfunkmast, wobei ich glaube, der kommt auch aus der Zeit und dann was. War ein Wachturm übrigens. So, ich habe in dem Haus gewohnt, aber auch in dem Bauwagen dort. Schon krass, wie groß das hier geworden ist. Das ist echt heftig. Der Spa-Bereich, die Toilette.
So, ich muss mich beeilen. So. Da hinten ist tatsächlich auch ein Mensch lebendig verbrannt in seiner Wohnung. Das ist das ganze Ding Schrott. Da fand eine Party statt. Über fette Gesteinsbrocken, also Betonplatten. Abgebrannt. Da fand eine Party statt. Das ist Asche. Windkraftanlage Schrott. So, da geht die Sonne unter. Und hier irgendwo müsste Richtung Ukraine sein. Schon krass. So, das war jetzt die zweite Schleuse. Und hier ist es, wie ist das irgendwas verbuddelt ist. Die Werte sind ja aber richtig niedrig. Sind sich hier fast gegen Null. Nein. So, jetzt ist es doch schon dunkel geworden. Ohne Licht sieht man auf der Standard-Handy-App nichts mehr. Ist noch gar nicht mal ganz dunkel. Ich laufe jetzt gerade durch den Wald zurück. Mir geht's gut. Ja, bis auf, dass ich gerade einen guten Freund von früher getroffen habe. Der auf dem Gelände noch drauf lebt. Er hat seinen Wagen noch aus dem Ausland, Spanien und so, Urlaub machen. Kann ich schon verantworten. Das ganze Ding hier ist auch für einen guten Zweck. Ich möchte in jedem Fall einen Krieg verhindern und auch, dass die Kampfhandlungen in der Ukraine eingestellt werden. Das Massaker, dass das beendet wird. Ich möchte einfach zeigen, die Welt, die nach Putin kommt, also ich bin überzeugt, dass sie nicht lebenswert ist. In dem Sinne, dass man sie erstreben sollte. Ein Haufen Leute, die auf diesem Wagenbogen leben, die haben natürlich auch noch Mietwohnungen oder Eltern. Ihre eigenen auch Exit-Möglichkeiten, ja. Aber auch zum Teil ist das richtig Betrug. Viele Leute, die haben in Wahrheit Geld wie Heu. Tun sich in alte Klamotten reintun. Sind dann mal so ein paar Wochenenden in solchen Gemeinschaften drin. Hetzen die Leute auf gegen alles Mögliche. Sie demonstrieren wie immer. Können sich selber Anwälte leisten und so. Und die anderen, die an den Scheiß glauben, die haben dann die Arschkarte. Einfach nur Betrug. Das muss nicht sein. Wenn man freiwillig irgendwo ist, ganz kurz. Oder mal so ein Student, der mal sagt, so, ach, so mal ja ohne Geld leben. Aber immer noch was in der Hinterhand hat. Auch ein Papa, Mama, die einem zur Not auch mit Geld zuschmeißen. Da kann man das machen. Aber es gibt auch Leute, die warten nie viel Glück und Geld in ihrem Leben. Und jeden Grund zu klagen, dem bricht jetzt das Genick. Also hier, das ist auch eine interessante Ecke, sieht man, dass es ein Nutzwald ist. Also überall diese Raster hier. Ist fatal, wenn man hier in den Wald reingeht ohne Kompass, habe ich festgestellt. Weil noch nicht mal richtig die Nordseite durch Moos der Häuser entdeckt werden kann. Und sieht tatsächlich, wenn man innen drin ist, alles gleich aus. Ganz zu Anfang hatte ich mich da auch mal verfranst drin.
Dann hatten sie hier schon, das ist jetzt 13 Jahre her tatsächlich, wo ich hier gewohnt habe, 13, 14 Jahre knapp, hatten wir schon eine Suchaktion gestartet wegen mir. Sollen so ein bisschen aufpassen. So, und ich möchte jetzt hier dann schnell zurückkommen. Dann meinen beiden Schutzengeln sagen, dass ich in Sicherheit bin. Und die zusammenschneiden und Teil 2 hier hochladen. Für den Frieden. So, da beginnt die Zivilisation wieder. Wie gesagt, wirklich für den Frieden, für Gesundheit, Freiheit und Frieden und Brüderlichkeit.